Präsident Leitner. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, hier bei Ihnen zu sprechen. Ich komme gerne hierher, zumal ich viele bekannte Gesichter sehe, unter anderem eben einige, die vorher am IFO-Institut gewesen sind. Das IFO-Institut ist so eine Kaderschmiede für berühmte Volkswirte geworden. Gut, das ist mein Thema. Es ist so ein Potpourri, das sich mit den aktuellen Fragen dieser Zeit beschäftigt. Also die Weltwirtschaft, die USA, der Brexit, Deutschland, die Krise in Südeuropa und Frankreich und dann meine Schlussfolgerungen. Es geht so ein bisschen querbeet. Es geht nicht so sehr um die ganz lange Frist, sondern um das Hier und Jetzt. Wo stehen wir? Sind die fetten Jahre vorbei? Was erwartet Deutschland? Was die Weltwirtschaft betrifft, so ist es ja schön, wenn man vom IFO-Institut kommt, weil das IFO hier einen Indikator für das Weltwirtschaftsklima hat, gewonnen durch eine vierteljährliche Umfrage bei 1200 Experten. Das sind meistens Mitarbeiter deutscher Unternehmen, die in den Ländern sitzen und die werden gefragt, was sie da halten. Und da kommt so ein Index heraus, aber auch für einzelne Länder. Es gibt also wirklich diese 100 Länder im Grunde. Und das ist jetzt der aggregierte und Sie sehen am aktuellen Rand rechts geht es runter. Der tiefe Einschnitt, das werden Sie auf vielen Grafiken sehen, das ist die große Weltrezession des Jahres 2008, 2009, Lehman-Krise und alles, was damit zu tun hat. Es gibt kaum eine Kurve makroökonomischer Art, die da nicht in den Keller geht in diesem Jahr 2008, 2009. Gut, also es geht wieder ein bisschen runter, aber sagen wir mal, wir sind auf gutem mittleren Niveau und auch wenn man hier die Erwartungskomponente sieht, dann erkennt man, dass am aktuellen Rand zwei Quartale für dieses Jahr schon wieder leicht nach oben zeigen. Also wir sind so auf mittlerem Niveau. Es ist keine Katastrophe hier für die Weltwirtschaft angesagt, aber der Höhenflug ist auch nicht da. Natürlich gibt es Unsicherheiten und die verbinden sich mit diesem Herrn. Seine Handelskonflikte bedrohen die Welt und man fragt sich, warum er so aggressiv ist, denn eigentlich geht es doch gut in Amerika. Die Arbeitslosenquote ist hier extrem niedrig. Wenn Sie mal schauen, wir sind unter dem Niveau vom Jahre 2000, das war die Dotcom-Blase. Das war also ein unglaublicher Boom der amerikanischen Wirtschaft. Und jetzt ist es noch etwas günstiger. Das ist nun nicht Trump, sondern der ist ja erst hier gewählt worden. Das meiste ist schon vorher passiert, auch unter Obama und hatte vielleicht auch mit dem Erstarken der Weltwirtschaft und auch mit der Geldpolitik der Fed zu tun, die sehr, sehr expansiv war. Also eigentlich geht es doch gut. Warum haben die Amerikaner den Trump gewählt? Das hat damit zu tun, dass nicht alles gut läuft in Amerika, insbesondere die Industrie nicht. Hier sehen Sie die Entwicklung der Industrieproduktion und der Punkt ist hier das Jahr 2007, der Höhepunkt, also das Ende des Jahres, vierte Quartal 2007. Und Sie sehen, die USA haben es nach 11 Jahren Krise gerade mal geschafft, wieder das Niveau zu erreichen, was sie vor der Lehman-Krise hatten. Und das ist nicht gerade beeindruckend, nicht? Insbesondere, wenn Sie das mit anderen Ländern vergleichen. Mit Trump hat vielleicht dieser kleine Aufschwung da am rechten Rand zu tun. Er hat ja eine Steuerreform gemacht, wo er die Körperschaftsteuersätze von 35 auf 21% reduziert hat. Das ging schon ganz schön zur Sache und hat ein riesiges Budgetdefizit eingerichtet. Nun, andere Länder haben eine etwas bessere Performance. Sie sehen, dass Deutschland, das ist immer alles normiert auf diesen Punkt da vor der Lehman-Krise, inzwischen etwas besser aus der Krise herauskam. Am aktuellen Rand zeigen sich hier Schwächetendenzen, dazu komme ich später noch. Und dann gibt es aber andere Länder, die Entwicklungs- und Schwellenländer, die hier einfach so durchwachsen. Und bei China, da weiß man gar nicht, ob man den Zahlen trauen darf. Denn so kann es eigentlich auch nicht gewesen sein, dass sie gar nicht berührt waren von der Lehman-Krise. Dass sie schnell wachsen, glauben wir ihnen aber. Das sieht man auch mit bloßen Augen.
Nun, weil die Industrie nicht funktioniert und weil im Mittleren Westen sehr viele frustrierte Industriearbeiter waren, hat eben Trump auch so viel Protestwähler an sich ziehen können. Und die erwarten von ihm, dass er die Dinge verbessert. Und das will er tun durch eine aggressive Handelspolitik. Und er hat eben den NAFTA-Vertrag mit Kanada und Mexiko schon gekündigt und hat einen neuen abgeschlossen. Und jetzt will er nochmal nachverhandeln, wo er also die Mexikaner zwingt, höhere Löhne zu zahlen. Nicht, weil er so nett ist zu den mexikanischen Arbeitern, sondern damit die ihn nicht unterlaufen, nicht? Und die Industriearbeitsplätze in den USA nicht gefährdet sind. Und er hat sich jetzt China vorgenommen, verhandelt mit China. Ursprünglich wollte er bis jetzt, so hieß es vor 2-3 Monaten, noch zu einem Abkommen gelangt sein. Das ist ihm nicht gelungen. Jetzt hofft man, dass vielleicht im Laufe des Jahres ein Abkommen mit China erreicht werden kann. Einige sind da optimistisch, weil die jetzt wieder verhandeln. Andere, wie mein Nachfolger Clemens Fuß, ist da eher skeptisch, dass es überhaupt zu einer Einigung kommt. Aber eines ist klar. Wir ist gar nicht so offenkundig, ob wir richtig froh sein drüber müssen, wenn der jetzt mit China ein Abkommen macht. Denn als nächstes knöpft er sich die Europäer vor. Ne? Dann geht es da zur Sache. Also je länger der mit China da rummacht, desto mehr haben wir Ruhe für unsere Autos. Und wehe, er kommt schnell zu einem Abkommen, dann geht er anschließend aggressiv vor. Und die Wahl steht ja schon wieder an. Also vorher wird er ein unangenehmer Zeitgenosse für uns Europäer bleiben. Er wirft uns ja auch vor, selbst unlautere Methoden zu verwenden. Gerade wieder am 18. Juni hat er seinen Vorwurf wiederholt, dass wir den Wechselkurs manipulieren. Nicht? Mario Draghi hat ja, der scheidende EZB-Präsident, er soll ja durch Frau Lagarde ersetzt werden, wie wir heute in der Zeitung gelesen haben, hat ja angekündigt, dass es ein neues QE-Programm geben wird. Das ist dieses Megaprogramm, wo in den Jahren 2015 bis 2018 für 2,6 Billionen Euro Wertpapiere gekauft wurden, von denen 1,9 Billionen Staatspapiere waren. Und man dachte, das war's jetzt, aber Draghi hat schnell noch die Gelegenheit genutzt, seinen Nachfolger zu binden, indem er ein neues QE-Programm angekündigt hat. Er kann das jetzt eigentlich nur noch exekutieren, weil ohne Gesichtsverlust kann der EZB-Rat ja nicht dem Draghi hier die Gefolgschaft verwehren. Ich glaube, er hatte wohl auch Herrn Weidmann im Auge, den er hatte binden wollen durch seine Aussage. Nun wird es Frau Lagarde, da braucht er sich nicht zu sorgen. Sie wird schon dafür sorgen, dass das Geld fließt. Gut, also Trump wirft uns vor, den Wechselkurs zu manipulieren. Hat er recht? Das ist der Kurs des Euro in Dollar ausgedrückt. Und Sie sehen, es geht hier rauf und runter. Der Kurs ist insbesondere hier im Zusammenhang mit dem QE-Programm gefallen. Das ist eben klar, wenn man so viel Geld druckt und damit Wertpapiere aus dem privaten Sektor kauft, dann liegt das Geld bei den privaten Anlegern. Die wissen nicht, wohin damit, suchen sich Anlagen irgendwo auf der Welt. Und das bedeutet, sie bieten die Euros auf den Devisenmärkten an und fragen zum Beispiel Dollars nach. Der Dollar geht hoch, der Euro geht in den Keller. Und das ist genau dieser Effekt. Und er trat sogar schon ein bisschen vorher ein, weil das ja schon ein Dreivierteljahr vorher diskutiert wurde. Die Märkte sind ja nicht dumm, die wissen ja genau, was passiert. QE ist Wechselkurspolitik und das wissen die Amerikaner auch. Wechselkurspolitik darf die Europäische Zentralbank aber nicht machen. Sie darf ja keine Wirtschaftspolitik machen. Es gilt die Einzelermächtigung. Sie darf nur das, wozu sie explizit im Einzelnen ermächtigt wurde durch die Parlamente. Und hier wurde sie definitiv nicht zur Wechselkurspolitik ermächtigt. Deswegen sagt sie alles Mögliche, was da die Begründung ist für QE, bestimmt nicht den Wechselkurs zu ändern. Aber in Wahrheit war das natürlich der Mechanismus, durch den die europäische Wirtschaft wieder auf Schwung kam. Nicht? Und jetzt hat Draghi das gerade noch mal wiederholt und darauf hat Trump jetzt reagiert. Muss zugeben, er hat recht. Ne? Aber nicht hundertprozentig, denn selber hat er auch dazu beigetragen,
durch diese expansive Politik mit dem großen Budgetdefizit, durch die Steuersenkung, dass eben die Zinsen in Amerika gestiegen sind und dass sich ein Zinsdifferenzial zu Europa ergeben hat. Das ruft eben auch den Anreiz der Anleger hervor, nach Amerika zu laufen, Dollars zu kaufen, um dort anzulegen, und treibt eben auch die Kurse mit hoch. Also ich würde mal sagen, zur Hälfte hat er selber gemacht, zur anderen Hälfte sind die Europäer schuld. Und dass das ein Problem für die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie ist, das muss man akzeptieren, das ist so. Übrigens hier noch zum Vergleich die sogenannte Kaufkraftparität, also jener Wechselkurs, bei dem ein wohldefinierter Warenkorb in Europa und Amerika gleich teuer wäre. Danach gemessen ist der Euro die ganze Zeit massiv unterbewertet. Und das muss so sein, weil Südeuropa überbewertet ist, aus Gründen, die ich gleich noch erläutern werde, um das zu kompensieren. Das nächste große Thema, das uns Sorgen macht, ist natürlich der Brexit. Man kann schon gar nicht mehr hören, diese ewige Hängepartie. Theresa May hat ihr Amt darüber verloren. Es wird ein neuer Premierminister gewählt. Das wird wahrscheinlich Boris Johnson werden. Und es läuft alles darauf hinaus, dass es doch einen Brexit im Herbst gibt, wenn die Frist ausläuft, die die EU genannt hat. Möglicherweise dann einen harten Brexit, ohne dass also irgendein Rückfallabkommen gilt und man gar nicht weiß, wie Handelsströme dann behandelt werden. Einige sagen ja, na, jetzt wird es ja endlich Zeit, dass die gehen. Die Briten machen zu viel Ärger. Wir beschäftigen uns jahrelang hier nur mit Großbritannien. Was soll das eigentlich? Reisende soll man nicht aufhalten. Hört sich gut an, ist aber nicht vertretbar, dieser Standpunkt, weil Großbritannien nicht irgendwer ist. Ich zeige Ihnen mal, wie groß Großbritannien ist. Das ist Deutschlands Beitrag zum europäischen Sozialprodukt. Das ist schon des Vereinigten Königreichs. Das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft, die hier geht. Das ist nicht irgendwer. Und da kann man nicht sagen, es reicht uns jetzt. Ich meine, die Briten sind immer da, werden immer da sein, werden immer unsere Nachbarn sein. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Dieser Schlamassel, der betrifft uns. Wir können uns nicht einfach daraus verabschieden, indem wir irgendwelche Sprüche von uns geben, sondern wir müssen sehen, dass das eine vernünftige Lösung wird. Dann kommt Frankreich, dann kommen andere. Und hier sehen Sie, da bleiben noch welche übrig. Dieser Zwackel, der hier am Sozialprodukt der EU fehlt, wird durch insgesamt 18 Länder erklärt. Und diese 18 Länder haben ungefähr ein Sozialprodukt wie die Engländer, also die Briten mit Nordirland zusammen für sich genommen. Es ist also so, als würde hier nicht einfach mal ein von 28 EU-Ländern rausgehen, eines von 28, sondern im Grunde ist das wirtschaftlich gleichbedeutend mit dem simultanen Austritt von 18 von 28 EU-Ländern. Wenn man es so sieht, wird die Bedeutung dieser Entscheidung für den europäischen Integrationsprozess, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Deutschland kann das nicht einfach an sich so vorbeigehen lassen und geschehen lassen. Schon deswegen nicht, weil wir ja immer dafür gekämpft haben, dass die Briten reinkamen. Das ist ein Foto von der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, des Élysée-Vertrages von 1963. Und das war die große Geschichte von Adenauer und de Gaulle. Die wollten das und war ja auch gut so. Das hat die Nachkriegsordnung maßgeblich bestimmt. Aber es gab auch Skeptiker damals. Und die zwei Personen, die hier besonders skeptisch waren, waren Gerhard Schröder, der damalige Außenminister, nicht der mit seinen fünf Ringen. Naja, sagt er ja selber, nicht? Er ist jetzt bei Audi angelangt. Vorher war er Olympia. Sondern Ludwig Erhard auch. Und Ludwig Erhard und Gerhard Schröder waren die Atlantiker. Die wollten damals eine etwas andere Politik. Sie hatten Angst, dass die Verbindung zu Amerika leidet unter diesem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag und auch zu Großbritannien. Und sie haben den Bundestag überzeugt,
dem Freundschaftsvertrag mit Frankreich unilateral eine Präambel voranzustellen, in dem es heißt, ja, wir lieben die Franzosen, aber wir lieben die Briten auch und wollen, dass sie in die EWG reinkommen. Als de Gaulle das hörte, kochte er. Nicht? Les politiciens allemands ont peur de ne pas romper assez profondément devant les anglo-saxons. Ils se comportent comme des cochons. Sie verhalten sich wie die Schweine, diese deutschen Politiker, sagte er. Und am liebsten hätte er den Vertrag zerrissen. Das tat er dann nicht, aber es gab dann eine Phase der Spannungen, wo Frankreich die Politik des leeren Stuhls machte und sich nicht mehr beteiligte an den Sitzungen der europäischen Gremien. Zweimal hat de Gaulle den Beitritt zu verhindern versucht mit seinem Veto und erst als er tot war, 1973, kam das Vereinigte Königreich in die EWG rein. Und ein großes Ziel der deutschen Politik, nämlich ein Gleichgewicht der Kräfte zu erreichen, war erfüllt. Deutschland wollte unbedingt die Briten haben, weil die mit ihrer Weltläufigkeit, Commonwealth und so weiter der beste Garant dafür zu sein schienen, dass unsere exportorientierte Wirtschaft nicht durch Zollkriege, Handelskriege und ähnliche Dinge mit dem Rest der Welt blockiert werden würde, sondern sich frei entfalten konnte. Und so kam es auch. Unter dem Schutz der Briten hat sich Deutschland prächtig entwickeln können über 45 Jahre. Denn die Briten haben dafür gesorgt, dass wir zumindest bei den Waren mit dem Rest der Welt Freihandel hatten. Wir haben keine Zölle verlangt und die anderen dann auch nicht, sodass also eine Integration in die Weltwirtschaft möglich war. Das war das deutsche Erfolgsmodell, das wir auch zum Teil den Briten zu verdanken haben. Und vergessen Sie nicht, das ist ja auch eine Atommacht. Ist immer besser, von Zweien geschützt zu werden, von den Franzosen und den Briten, als sozusagen nur noch die einen zu haben. Nun gut, wir haben die NATO zum Glück, aber es ist doch was anderes, ob die zwei Atommächte in diesem Gebilde EU sind oder nur einer. Wenn nur einer da ist, dann hat man einen Monopolisten und wir wissen als Ökonomen, Monopolisten muss man immer besonders gut bezahlen, in diesem Fall durch größere politische Zugeständnisse. Das Machtgefüge wird sich durch den nun wahrscheinlichen Austritt der Briten zu Lasten der Freihändler in Europa verschieben. Frankreich ist nicht freihandelsorientiert, sondern hat eben immer so den Hang zum Zentralismus, zur Staatsintervention und auch zur Beschränkung des Freihandels. Dass wir also so viel Agrarprotektionismus haben, das in Europa, das liegt eindeutig an Frankreich. Und auch die Südeuropäer sind keine geborenen Freihändler. Wenn jetzt die Briten draußen sind, wird sich dieses Machtgefüge halt verschieben. Heute ist es so, dass die Bevölkerung der nördlichen Länder, wenn ich mal bei den Briten anfange, nach Holland gehe, Deutschland, Österreich und dann alles, was so wirklich im Norden ist, der EU, 38% der Bevölkerung haben und die südlichen, die Mediterranen, haben das auch ungefähr 38-39%. Beide Gruppen sind also gleich stark und beide haben sie die Sperrminorität im Ministerrat. Sie wissen, es gibt ja zwei entscheidende Gremien, wo alles gemacht wird, was die EU betrifft, Ministerrat und das Parlament, ungefähr gleichgewichtig und beide müssen sie zustimmen. Und wer eben eine Bevölkerungsgruppe verkörpert, die mindestens 35% der EU-Bevölkerung ausmacht, der kann alle Entscheidungen blockieren. Und beide Gruppen, der Nordblock und der mediterrane Block, hatten diese Sperrminorität. Und deswegen ist diese Sperrminoritätsklausel im Lissabon-Vertrag ja überhaupt erst einmal reingeschrieben worden mit 35%, weil man wusste, das schafft das Gleichgewicht. Wenn jetzt aber die Briten draußen sind, dann geht der Nordblock auf 30% runter und der Südblock auf 43% hoch. Und Sie sehen, dass das Machtgefüge sich verändert. Das wird dramatische Implikationen haben für die Politik, die die EU dann in Zukunft durchführt. Und man muss schon befürchten, dass also es ein Fortress Europe wird, was hier entwickelt wird, oder besser ein Fortress Europe.
Den Testfall werden wir in Kürze erleben, nämlich genau dann, wenn der Trump jetzt mit den Chinesen fertig ist und sich den Europäern zuwendet. Dann ist die Frage, wie reagiert man auf den Trump? Der Trump sagt, entweder lasst da unser Rindfleisch rein und unsere anderen Agrarprodukte oder wir blockieren eure Autos. Nicht? Er wirft Europa vor, Handelsprotektionismus bei Agrarprodukten, hat er absolut recht, wir sind extrem protektionistisch, nicht so sehr durch Zölle, sondern durch nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Die EU hat ja so ein feines System, ein Netz gestrickt für alle möglichen Produkte, wo verbal beschrieben wird, wie die auszusehen haben, wie krumm so eine Gurke, na gut, das ist wieder zurückgenommen worden, aber wie eine Banane auszusehen hat, wie rot ein Apfel zu sein hat und so weiter, um sicherzustellen, dass nur Äpfel aus der EU wirklich hier einen Markt haben und die anderen Schwierigkeiten haben, die Kriterien zu erfüllen, nicht? Also quasi so ein Abfangnetz für Agrarprodukte aus dem Rest der Welt ist geknüpft worden. Und das ärgert die Amerikaner gewaltig, weil sie ja ihre Agrarprodukte, die sie wegen des vielen Landes günstig herstellen können, nach Europa verkaufen wollen. Und Trump sagt, ihr müsst das ändern, ihr müsst uns reinlassen. Und wenn er das nicht tut, dann blockieren wir eure Autos. Dieses Thema ist im Hintergrund, glaube ich, die Erklärung dafür, warum es seit längerer Zeit zwischen Frankreich und Deutschland kriselt. Nicht? Man weiß jetzt, die Verhandlungen werden ja vorbereitet, man weiß jetzt nicht genau, welche Position soll man übernehmen. Die Franzosen sagen, wenn die mit ihren Zöllen kommen, müssen wir reagieren durch eigene Zölle. Die sind also eher bereit, den Handelskrieg zu machen. Und Deutschland sagt, nein, nein, also vielleicht müssen wir ihnen entgegenkommen und die Agrarmärkte öffnen, damit eben die Autos weiterverkauft werden können. Das ist das Problem. Und ich sage Ihnen hier in München, wenn es wirklich zu einem Handelskrieg käme, sehen wir alle nicht gut aus. Denn viel hängt doch an BMW in dieser Stadt und auch in Bayern an der Autoindustrie überhaupt. Also das ist die Frage, wohin geht es? Nicht? Ich schätze Macron sehr mit seinem europäischen Ansatz, aber er ist doch auch ein Protektionist. Jeder französische Politiker ist ein Protektionist, weil die Bauern so stark sind in Frankreich. Die haben einen viel größeren Bevölkerungsanteil als hier. Und sie haben in der Vergangenheit auch immer die Koalition mit den Bayern gesucht, die im Übrigen auch ihre Bauern immer sehr gehätschelt haben. Und diese Koalition hat eben den Agrarprotektionismus hervorgebracht. Hoffen wir mal, dass das noch verhindert werden kann und dass wir also irgendeine vernünftige Lösung kriegen. Ich halte das für umso wahrscheinlicher oder möglicher, je länger sich dieser Konflikt mit China hinzieht, weil dann können wir die Verhandlungen nach der Wiederwahl von Trump führen. Dann ist er nicht mehr so unter Druck. Lassen Sie mich zu Deutschland kommen. Wie sieht es denn aus in Deutschland? Ja, also eigentlich prima. Ne? Deutschland hat eine prächtige Doppelkonjunktur, jedenfalls gehabt, bis vor kurzem noch. Einerseits läuft der Bau ganz fantastisch. Seit 2010 haben wir einen Bauboom, der durch die niedrigen Zinsen und auch durch die Krise und die Flucht in die Sachwerte hervorgerufen ist. Und andererseits haben wir wegen des niedrigen Eurokurses einen prächtigen Export. Nicht? Dass es uns so gut geht, Letzteres hat, und überhaupt, dass die Wirtschaft so gut läuft, hat sehr viel zu tun mit Reformen, die vor längerer Zeit schon stattfanden unter der Regierung Schröder. Also der Herr mit den fünf Ringen. Denn als Sozialdemokrat hat er sehr marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. Das ist ja immer das, was wir Ökonomen auch erklären. Da gibt es sogar einen Artikel im AER, It takes a Nixon to go to China. Nicht? Also gerade der, von dem man es nicht erwartet, der macht die Reformen, weil die eigenen Leute ihm nicht in den Rücken fallen können und die Gegner auch nicht, weil er genau das tut, was sie ja wollen.
Nicht? Also Nixon ging damals nach China und hat eine Entspannungspolitik gemacht, obwohl er der republikanische Hardliner war. Und die Demokraten, die das immer gewollt haben, konnten ja nichts gegen ihn machen. Und so war das bei Schröder auch. Und so ist es auch bei Merkel gewesen. Deswegen macht die Merkel so eine linke Politik, weil sie links abräumen möchte, die asymmetrische Demobilisierung der Themen. Sie kennen das ja. Das ist schon eine Gesetzmäßigkeit der Politik. So, aber zu dem Schröder zurück. Schröder hat eine wichtige Reform gemacht. Das war eben die Agenda 2010, im Jahr 2003, im Wesentlichen beschlossen und 4, 5 und so umgesetzt. Und dann fing das so langsam an. Diese Reform hat die Arbeitsmärkte in einer unglaublichen Art und Weise mobilisiert. Denn Schröder hat den impliziten Mindestlohn im deutschen Sozialsystem gesenkt. Jeder redet vom gesetzlichen Mindestlohn, der ist noch gar nicht so relevant wie der implizite Mindestlohn im Sozialsystem. Und der resultiert wiederum daraus, dass der Staat, ja, der Sozialstaat, Lohnersatzleistungen gewährt. Also Geld, welches man bekommt, wenn man nicht arbeitet, aus welchem Grund auch immer. Und dieses Geld, welches der Staat zur Verfügung stellt, wenn man nicht arbeitet, ist ja wohl legitimerweise ein Mindestlohnanspruch, mit dem der Bezieher dieses Geldes an ein Unternehmen herantritt und sagt, wenn du mich haben willst, musst du ja mindestens das bieten, was der Staat mir so gibt. Deswegen sind Lohnersatzleistungen, implizite Mindestlöhne oder auch Reservationslöhne, wie wir Ökonomen sagen. Schröder hat den halt gesenkt, indem er zwei Sachen gemacht hat. Er hat eben weniger Geld fürs Wegbleiben gelassen, indem er die Arbeitslosenhilfe, dieses zweite Arbeitslosengeld, was ja notfalls bis zur Pensionierung gewährt wurde, abgeschafft hat. Und er hat zweitens mehr Geld fürs Mitmachen gegeben, indem er dann den Tarif der Sozialhilfe, auf den die Leute runterfielen, nachdem er die Arbeitslosenhilfe abschaffte, ein bisschen verbessert hat durch Lohnzuschusselemente. Vorher war es so, es gab ein Aufstockungssystem in der Sozialhilfe. Wenn man 1 Euro mehr verdient hat, wurde 1 Euro entzogen. Es wurde eben aufgestockt bis zu einem bestimmten Niveau. Heute, seit Schröder, gibt es keine Aufstockerei mehr. Obwohl das immer noch verwendet wird, dieses Wort. Völlig falsch. Denn man kriegt einen echten Lohnzuschuss, der einen in der Summe aus dem Lohn, den man selber verdient, und dem, was noch stehen bleibt, sozusagen von Hartz IV, über den Sockelbetrag von der Hartz IV weit, oder jedenfalls substanziell hinaushebt. Es gibt keine Aufstockung mehr in Deutschland. Ich weiß nicht, wer das aus welchen semantischen Gründen auch immer noch verwendet, dieses Wort. Und das war der Trick. Also mehr fürs Mitmachen, weniger fürs Wegbleiben. Und damit hat er über zwei Maßnahmen den impliziten Mindestlohn gesenkt, den man brauchte, damit ein Job in der Privatwirtschaft attraktiv wurde. Und es hat dann sehr viele neue Geschäftsmodelle gegeben, die entstanden und die Beschäftigung geschaffen haben. Keine tollen Jobs, aber Jobs. Nicht? Hier sehen Sie die Statistik. Das ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Westdeutschland. Seit Willy Brandt. Willy Brandt steht sozusagen gedanklich am linken Rand der Kurve. Das weiß ich noch genau, da habe ich nämlich studiert, 1970. Und Sie sehen, die Arbeitslosigkeit nimmt in Zyklen zu. Und wenn Sie die Minima hier verbinden, dann ist das sogar ein linearer Trend gewesen. Alle 10 Jahre haben wir quasi 800.000 Arbeitslose hinzugekriegt, mal 790, mal 810, aber es ist erstaunlich stabil gewesen, diese Gesetzmäßigkeit. Dreimal hintereinander, 3 Zyklen von genau 10 Jahren. Und im Endergebnis war das eine Katastrophe für Deutschland, weil diese Massenarbeitslosigkeit ja nicht mehr beherrschbar schien. Gut. Jetzt war die Dotcom-Blase geplatzt im Jahre 2000, das ist der letzte Tiefpunkt hier, dann geht es wieder hoch. Und ich weiß noch genau, wie ich damals am IFO-Institut war. Wir dachten, das kann ja jetzt nicht richtig hochgehen. 2001 kommt jetzt der Aufschwung, kam nicht. Na, dann kommt er aber 2002, kam leider auch nicht. Der IFO-Index hat das richtig gezeigt, aber die Konjunkturleute haben dem Index nicht geglaubt. Und jedenfalls kam der Aufschwung nicht und die Arbeitslosigkeit stieg und stieg. Und das war die Zeit, wo der Schröder agieren musste.
Dann hat er seine Reform gemacht. Und was ist die Konsequenz? Hier ist die Agenda. Ein dramatischer Rückgang der Arbeitslosigkeit gegen den Trend und auch gegenüber dem letzten Tiefpunkt auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Also heute haben wir gegenüber dem letzten Tiefpunkt 600.000 Arbeitslose weniger in Westdeutschland. Das sind nur westdeutsche Zahlen, die DDR-Zahlen kann ich nicht da reinrechnen, weil die gab es ja noch nicht vor 89. Das geht ja bis 1970 zurück. Ne? Also ist nur Westdeutschland. Nur da kann man es dann auch sehen. Und gegenüber dem Trend sind das sogar 1,9 Millionen Arbeitslose weniger. Also selten hat es mal eine Reform irgendwo auf der Welt gegeben, wo man so krasse Ergebnisse, eine so starke, deutliche Trendwende gesehen hat, wie bei den Schröderschen Reformen. Ja gut, seine Partei hat ihn geschasst dafür. Dann kamen die Kritiker hoch, Nahles und Co. Aber es hat auch nichts geholfen. Die waren auch nicht populär. Nicht? Und heute ist die SPD da, wo sie ist. Hätte sie sich mal lieber nicht vom Schröder getrennt, sondern hätte sie ihre Erfolge gefeiert als eine Partei, die es schafft, irgendwie auch marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu berücksichtigen, hätte sie, glaube ich, nicht dieses Desaster erleben müssen, was sie erlebt hat. Und von diesen Reformen profitieren wir bis zum heutigen Tage. Es hat also ein wahres Jobwunder gegeben. Wir haben eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit wegen der Senkung des impliziten Mindestlohns durch die Schröderschen Reformen. Wie sieht es denn bei anderen Indikatoren aus? Jetzt betrachten wir mal eine kürzere Zeitspanne. Links ist jetzt nicht das Jahr 1970, sondern das Jahr 2000. Und Sie sehen hier in der Mitte die Lehman-Krise. Das ist die Kurve, die ich Ihnen eingangs schon zeigte. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ist heute um 6% über dem Niveau vom dritten Quartal 2007. Deutschland hat also die Krise ganz gut gemeistert und ist irgendwie dadurch. Aber es gibt natürlich andere Länder, die vielleicht direkt vergleichbar sind, die das auch ganz gut gemacht haben. Hier sehen Sie die Schweiz. Insbesondere in letzter Zeit eine bessere Entwicklung oder hier Österreich, das sind die drei deutschsprachigen Länder, hat immerhin um 20% zugelegt. Alles ist relativ auf der Welt. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland, quartalsweise dargestellt durch diese Balken, zeigt hier seit dem Sommer letzten Jahres gewisse Irritationen. Das dritte Quartal war tatsächlich Minus und das vierte Quartal war eigentlich fast auch Minus, aber eine Null noch gerade und deswegen sagt man, es war keine Rezession. Haarscharf sind wir technisch an einer Rezession in Deutschland vorbeigeschrammt. Woran das nun lag? Es hat viel mit den Genehmigungsverfahren für die Autos nach dem neuen WLTP-Verfahren zu tun. Die Genehmigungsbehörden kamen gar nicht nach und deswegen konnten die fertigen Autos gar nicht ausgeliefert werden. Und da gab es dann einen gewissen Nachholeffekt im ersten Quartal, wo dann wieder mehr Produktion möglich war. Jetzt warten wir auf das zweite Quartal, um zu sehen, was nun wirklich hier los ist. Dass das auch noch mal so gut läuft wie das erste Quartal hier mit 0,4 plus, das glaube ich nicht. Die Prognose des IFO-Instituts für dieses Jahr ist 0,6% Wachstum. Das ist nun nichts Berauschendes, ist keine Katastrophe, keine Rezession, aber eben nur ein bescheidenes Ergebnis. Die fetten Jahre sind, glaube ich, vorbei. Und das sehen Sie auch hier, wenn Sie den IFO-Geschäftsklimaindex nehmen. Vorhin habe ich Ihnen den weltweiten Wirtschaftsklimaindex gezeigt. Das sind also Experten, die man befragt. Hier, dieser Index wird gewonnen, indem 7000 Firmen befragt werden bezüglich ihrer eigenen Lage. Also die sollen jetzt nicht als Volkswirte die Wirtschaft um sie herum, sich herum beurteilen, sondern nur sich selber beurteilen. Und das können sie ja, weil sie ja wissen, was in dem Unternehmen los ist, wo sie arbeiten. Und Sie sehen, am aktuellen Rand geht das schon ziemlich nach unten. Und die Erwartungen sind auch deutlich gefallen in letzter Zeit. Also wir haben hier einen gewissen Einbruch
Und wenn Sie mal zurückschauen, dann ist es noch nicht die Lehman-Krise, aber vergleichbar ist die Situation mit dem Jahre 2011, wo auch die Wirtschaft in ähnlicher Form einbrach. Und da hatten wir dann 2012 ja den Höhepunkt der Euro-Krise, wenn Sie sich erinnern, wo der Euro kurz vor dem Zusammenbruch stand und dann gerettet wurde durch Mario Draghi's Whatever It Takes, nicht? Mal sehen, wie jetzt das nächste Jahr wird. So richtig gut sieht das nicht aus und insbesondere die Exporterwartungen sind auch alles andere als toll, sondern die sind ja regelrecht eingebrochen hier am aktuellen Rand. Die Industrieproduktion geht nun mal seit dem Sommer letzten Jahres zurück, ein Jahr schon definitiv alleine Rückgang. Das Sozialprodukt hat sich noch so einigermaßen gehalten, weil da eben auch die nicht im internationalen Wettbewerb stehenden Dienstleistungs- und Bausektoren und sowas drin sind. Der Bau und die Dienstleistungen laufen noch. Die Industrie hat Schwierigkeiten. Wir haben halt vier Probleme jetzt auf einmal. Wir haben doch eine relativ schwache Weltkonjunktur, also jedenfalls die Boomphase der letzten drei Jahre ist weg. Wir haben Trump, der alle verunsichert. Wir haben den Brexit. Immerhin war das Vereinigte Königreich mal der drittgrößte Exportmarkt für Deutschland. Jetzt hat sich China an die dritte Stelle gerobbt. Und das wird ja antizipiert schon durch Investoren. Sieht nicht gut aus. Und dann haben wir auch die Energiewende. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Die Energiewende, sagen, wird ja von Greta und Co. in den Himmel gehoben. Ich bin ja auch für die Energiewende. Keine Sorge. Aber es ist eine riesige Herausforderung für die Wirtschaft, ja, die damit verbunden ist. Wir wollen aussteigen aus der Kohle und aus der Kernkraft. Und die Räder einer Industriegesellschaft mit Windflügeln drehen. Ob das nur wirklich geht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe intensiv auch wissenschaftlich dazu geforscht, ich will gar nicht in die Tiefe gehen hier. Aber meine Skepsis hören Sie sehr wohl. Und Sie mögen sich fragen, ob Sie glauben, dass das gehen wird. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall mittlerweile so, dass wir die höchsten Energiekosten, Stromkosten in Europa haben und einer hat mir gesagt, sogar auf der ganzen Welt. Wir haben also Dänemark hier überholt, die auch mit Windflügeln das machen. Das ist halt eine sehr teure Form von Energie. Nicht? Franz Alt sagt zwar, die Sonne schickt uns keine Rechnung, das tut sie ja auch nicht, aber die Windflügelbetreiber, die schicken uns die Rechnung und die ist schon ziemlich hoch. Und das wird umgelegt in die Stromkosten. Und das bedeutet eine Beschädigung des Industriestandortes, weil die Firmen, die energieintensiv arbeiten, dann das Weite suchen. Ja, Wacker Burghausen hat ja in Tennessee inzwischen ein noch größeres Werk gebaut als in Burghausen, weil die Amerikaner für 30 Jahre die Strompreise auf einem Niveau garantieren, das nur ein Drittel der deutschen Strompreise ist. Und die machen diese Wafers. Die sind selbst in der Produktion sehr energieintensiv. Also das ist dann die Konsequenz. Und dann kommt der Dieselskandal hinzu, den wir ja selber auch verursacht haben, durch die Dummheit und Dreistigkeit, muss ich mal sagen, der VW-Manager und anderer vielleicht. Aber die natürlich weitlich auch von den Konkurrenten ausgenutzt wird, die jetzt die Gelegenheit nutzen, über politische Kanäle Vorgaben zu machen für die Autoproduktion, die doch der deutschen Industrie Schwierigkeiten machen. Ne? Das wird jetzt nicht mehr von den Verbrauchern bestimmt, ob sie Elektroautos kaufen oder ob sie Dieselautos kaufen, oder was, sondern es wird von der EU-Kommission bestimmt, indem eben die Flottenverbrauchsregeln eingeführt wurden, die sagen, dass bis 2030 der Flottenverbrauch unter 59 Gramm CO2 pro Kilometer liegen soll. Wenn Sie das in Dieseläquivalente übersetzen, sind das gerade mal 2,2 Liter Diesel. Also mit Verbrennungsmotoren kriegen Sie das nicht hin. Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie ordentlich viel Elektroautos einmischen
Und dann nicht berücksichtigen, dass die ja auch relativ schmutzig sind, weil die Batterien CO2-Ausstoß in der Produktion haben, weil wir in Deutschland ja noch viel Kohle einsetzen bei der Stromproduktion. Das wird alles nicht berücksichtigt, die werden mit Null angesetzt in der Formel und dann kommen sie rechnerisch hin. Sie können also in 10 Jahren als deutscher Autohersteller 1/3 normale Autos bauen, die 6,6 Liter brauchen und 2/3 dann Elektroautos, deren CO2-Output nicht mitgezählt wird, dann kommen Sie rechnerisch auf 2,2. Das ist eine dirigistische Einflussnahme auf die Entscheidungen der Verbraucher, die eigentlich einer Marktwirtschaft fremd ist. Und deswegen fordern ja auch viele, das werden Sie hören in den nächsten Wochen, auch von entsprechenden Gremien, dass man CO2-Preise einführt. Nicht? CO2-Preise sind immer besser als diese harten dirigistischen Maßnahmen, die eigentlich sonst nur für eine Zentralverwaltungswirtschaft denkbar sind. Gut, also diese ganze Unsicherheit, die damit verbunden ist, die schlägt sich natürlich hier massiv nieder und erklärt bereits diese konjunkturelle Schwäche in Deutschland. Der Lichtblick, ich wiederhole es, ist Dienstleistungen und Bau boomen noch und angesichts der niedrigen Zinsen, die auch wohl auf absehbare Zeit niedrig bleiben, muss man jetzt nichts befürchten unmittelbar. Das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Ja. Und es sind einfach sehr viele Menschen auch dort beschäftigt in den angelagerten Wirtschaftszweigen. Also das hält uns hier, hält uns aufrecht, sage ich mal. Aber der glühende Kern, darf man nicht vergessen, einer Wirtschaft wie unserer, ist immer die Industrie, die also um das herum sich doch letztlich alles rankt. Nicht? Die Industrie muss in die Welt verkaufen und kann sie das, dann läuft auch der Rest, weil das alles abgeleitete Einkommen sind. Und wenn das wegbricht, ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der Rest der Wirtschaft in irgendeiner Form negativ betroffen ist. Also da bin ich etwas skeptisch, was die mittlere Sicht der nächsten Jahre betrifft. Gut, anderes Thema. Euro, Europa, wie geht es denn den anderen Ländern? Nicht toll. Jean Pisani-Ferry, mein geschätzter französischer Kollege, lange Jahre Chef von Bruegel, wahrscheinlich der wichtigste wirtschaftspolitisch aktive Ökonom in Frankreich, der immer den Euro verteidigt hat, hat jetzt gerade erklärt, der Euro war ein Fehler. Für Frankreich auf jeden Fall. Franzosen wollten ihn ja unbedingt, um an die niedrigen Zinsen ranzukommen, die die Deutschen hatten. Und gehören jetzt, glaube ich, mit zu den Opfern. Ich zeige Ihnen das mal. Man sieht das sehr deutlich, wenn man nochmal dieses Bild hier anschaut, Produktion im verarbeitenden Gewerbe. Das sind die drei deutschsprachigen Länder, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Und jetzt halte ich mal die Frankreich und die Südeuropäer dagegen. Das ist Frankreich. -9%. Die Franzosen sind in der Lehman-Krise so abgestürzt wie die Deutschen, ungefähr dasselbe. Die gelbe Kurve und die grüne Kurve bis 2009 haben das gleiche Minimum. Aber während Deutschland so schnell wieder hochkam, wie es abgestürzt war, gelang es der französischen Industrie nur auf etwa 90% zu kommen und seitdem nichts mehr. Seitwärtsbewegung. Bisschen runter, bisschen rauf, Seitwärtsbewegung. Und das ist der Grund, weshalb die Franzosen jetzt so nervös sind. Ja? Sichtbar in der starken Zustimmung von Marine Le Pen. Und auch sichtbar in den fast schon ultimativen Forderungen von Macron gegenüber den anderen Europäern, doch nun Geld bereitzustellen, um also die Absatzmärkte Frankreichs im Mittelmeerraum zu stützen. Aber wie sieht es denn bei den Mittelmeerländern selber aus? Also das ist nicht Mittelmeer, aber ein südliches Land, Portugal. -14%. Und hier unser Sorgenkind Italien, -19%.
Das ist halt der größte Brocken und das Hauptproblem. Diese riesige italienische Volkswirtschaft kommt einfach nicht auf Trab. Jedenfalls, was die Industriesektoren betrifft. In den letzten 10 Jahren ist ein ziemlich genau, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ein Viertel, 25% der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in Italien verloren gegangen. Netto nach Abzug der Neugründungen, die es in dieser Zeit gab. Und das ist schon erheblich. Ja. Den Italienern steht das Wasser bis zum Hals und die Nerven liegen blank. Ein Ministerpräsident nach dem anderen hat das Blaue vom Himmel versprochen. Es passiert aber nichts. Es blieb alles so, wie es war. Und die Leute haben ihren Glauben verloren an die traditionelle Politik und suchen radikale Alternativen. Und deswegen haben sie letztes Jahr Matteo Salvini mit seiner Lega und Luigi Di Maio mit den 5 Sternen da gewählt. Und das alte Parteienspektrum ist weg. Marginalisiert. Spielt keine Rolle mehr. Die wichtigen großen Parteien, die früher dieses Land beherrscht haben. Das ist die Reaktion auf diese lang anhaltende und überhaupt nicht besser werdende Wirtschaftskrise. Aber es gibt noch andere Länder. Das ist Griechenland. Das ist auch ungefähr der gleiche Endwert jetzt. Die Griechen hatten anfangs ja einen größeren Einbruch und dann haben sie sich doch seit 2014 einigermaßen berappelt, sind aber in der Summe der Jahre jetzt auch nur da, wo Italien hängt. Und dann ein Land, das Sie hier gar nicht vermutet hätten, Spanien, mit -21%, weil so die öffentlichen Verlautbarungen sind doch ganz anders zu Spanien, als hätten die es schon geschafft, sonst wären die durch und so weiter. Pustekuchen, davon kann nicht die Rede sein. Da muss man schon sehr optimistisch und blauäugig an diese Zahlen herangehen, um da irgendwie besonders positive Dinge rauszulesen für Spanien. Ich kann natürlich das Diagramm in 2012 anfangen lassen, verstehen Sie? Und das vergrößern, das sieht dann gut aus. Dann gibt es Wachstum, aber in der längeren Perspektive nicht. Das Problem ist nicht gelöst. Und wo kommt dieses Problem her? Es kommt eben daher, dass Südeuropa durch den Euro in eine Blase geriet und dort viel zu teuer wurde. Wieso durch den Euro? Als der Euro vereinbart wurde auf dem Gipfel von Madrid 1995, hatten Spanien, Portugal, Italien noch um 5 Prozentpunkte höhere Zinsen als Deutschland. 12% hatten die für 10-jährige Staatspapiere und wir 7. 7, auch viel. Ne? Und dann wurde vereinbart, dass der Euro kommen würde und wer da mitmacht, war dann auch klar. Und innerhalb von nur 2,5 Jahren bis zum Mai 1998 verschwand dieser Zinsunterschied total. Also nicht total, ein paar Basispunkte noch übrig, aber die sieht man gar nicht im Diagramm. Der ganze Unterschied praktisch weg. Was zunächst eine tolle Sache war. Italien hat auf seine Staatsschulden so viel Zinsen gespart, dass es die Mehrwertsteuer hätte streichen können und hätte trotzdem noch ein leichtes Plus gehabt. Und nicht nur das, sie haben nicht nur dieses Geld jetzt gehabt, was sie sonst für Zinsen hätten ausgeben müssen, das konnten sie für andere Zwecke ausgeben, sondern sie haben auch noch die Gelegenheit genutzt, sich neu zu verschulden, um eben die sonst nötigen Steuererhöhungen, der Staat war, glaube ich, damals am Rande der Pleite, zu verhindern oder sich zu ersparen. Nicht? Und auf diese Weise kam genug keynesianischer Dampf sozusagen in die Wirtschaft. Wenn der Staat ein Defizit macht, können Sie immer davon ausgehen, das ist Nachfrage, ne? Treibt über keynesianische Multiplikatoreffekte den Konsum an. Konsumgüter in Wirtschaft geht hoch und da sind ja auch Leute beschäftigt, die haben dann auch wieder mehr Einkommen und dann kaufen die wieder andere Güter und so. Das ist so die Binnenwirtschaft, die können Sie durch Schuldendampf sozusagen hochschieben. Das ist ja auch gelungen. Nur was dabei nicht gelingen kann, ist die Exportwirtschaft mitzuziehen, denn die hat ja die Märkte im Ausland. Und das ist im Gegenteil sogar schädlich für die Exportwirtschaft, wenn sie diesen keynesianischen Dampf machen, weil der ja zu Lohnsteigerungen führt.
die eben von der Exportwirtschaft auch mitgemacht werden müssen. Sonst kriegen sie ja keine Leute, aber die, die es nicht umsetzen können international in Preissteigerungen. Es kommt also zu Hause durch die Kreditfinanzierung, die jetzt leicht möglich war, zu einer Lohnsteigerung, die sich nicht mehr an Produktivitätszuwächsen orientiert, die Preise erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes unterminiert. Das ist passiert. Das ist passiert. Wenn man es mal ausrechnet, von 1995 bis heute sind die italienischen Güterpreise, der sogenannte BIP-Deflator, relativ zu Deutschland um 39% gestiegen. Das heißt, der Quotient aus den Preisindizes Italien und Deutschland, ne, dieser Quotient ist in dieser Zeit um 39% hochgegangen. Es ist so, als hätten die Italiener noch ihre Lira und hätten die um 39% aufgewertet. Keine Volkswirtschaft überlebt das. Auch nicht die italienische. Und das ist das Problem. Wir sind zu teuer geworden. Und das ist eben das europäische Problem. Der Euro hat ursächlich durch den billigen Kredit, den er zur Verfügung stellte, die keynesianische Blase mit diesen exorbitanten Preissteigerungen relativ zum Norden erzeugt, die die Wettbewerbsfähigkeit zerstört haben. Solange die Kapitalmärkte bereit waren, neues Kreditgeld den Ländern zur Verfügung zu stellen, war das kein Problem, nicht? Weil entweder verkaufen sie Exportgüter oder sie verkaufen Schuldscheine. In beiden Fällen haben sie Geld, das können sie für Importe und Lebensstandard ausgeben. Aber als die Kapitalmärkte nicht mehr bereit waren, die Schuldscheine der südlichen Länder noch zu kaufen, und das war zum Zeitpunkt der Lehman-Krise dann plötzlich der Fall, da erwies sich, dass dieses Modell eben nicht mehr funktioniert. Wir haben heute 4 Optionen für Europa und für Südeuropa speziell. Und keine 5. Weil die Kategorien sind so groß, dass alles, was Sie sich so ausdenken können, darunter passt. Erstens, wir machen eine Transferunion. Das heißt, die Länder, die jetzt nicht mehr so richtig wettbewerbsfähig sind, kriegen Steuermittel vom Norden über einen europäischen Finanzausgleich, um das Geld zu haben, sich die Importe zu kaufen. Dann kann man den Lebensstandard halten. Die Leute sind einigermaßen zufrieden, es geht. Machen wir in den neuen Bundesländern genauso. Problem ist nur, wenn Sie das machen, stützen Sie natürlich die Binnennachfrage und eine Lohnstruktur, die nicht wettbewerbsfähig ist. Das heißt, die kommen nie mehr auf den grünen Zweig. Wir machen sowas wie den italienischen Mezzogiorno in ganz Italien und ganz Südeuropa. Das, wenn die Knete da ist, funktioniert das. Das geht schon, nicht? Also dann kann man den Lebensstandard und die Zufriedenheit schon heben durch die Transfers aus dem Norden, aber irgendwer muss ja auf das Geld verzichten und auf entsprechende Güter verzichten. Der italienische Mezzogiorno wäre dann das Schicksal für ganz Südeuropa mit einer Transferunion. Aber gut, die würden dann französische Autos kaufen und das ist wohl der Grund dafür, warum Herr Macron das gut findet. Und die könnten dann auch ihre Schulden bei den französischen Banken zurückzahlen. Das findet er auch nicht schlecht. Ja? Es ist also schon eine Lösung, aber nicht so wirklich für diese Länder. Das hilft mehr den Lieferantenländern und den Gläubigerländern, auch der deutschen Wirtschaft durchaus. Deswegen gibt es ja auch in Deutschland viele Stimmen, die das richtig gut finden, gerade die deutsche Exportwirtschaft. Zweite Möglichkeit ist, wir deflationieren den Süden. Das heißt, wenn ihr jetzt über Jahrzehnte hier zu schnell mit euren Preisen hochgegangen seid und die Wettbewerbsfähigkeit ist kaputt, relativ zu Deutschland und den anderen Nordländern, dann kommt doch bitte wieder runter. Leichter gesagt als getan, weil wenn sie deflationieren, müssen sie die Löhne runterknüppeln, müssen die Gewerkschaften angehen. Dann gibt es ja, wer weiß was, in Italien gibt es einen Bürgerkrieg, das können sie gar nicht machen. Das ist leichter gesagt als getan. Rauf macht Spaß, runter geht gar nicht, ohne dass sie die Gesellschaft zerstören. Das ist also wie eine Chemotherapie, sagen wir mal. Ne? Der Prozess ist fürchterlich und vielleicht ist man anschließend gesund.
aber viele glauben es unterwegs nicht und finden das ganz schrecklich und verzweifeln dran. Also der Prozess der Deflation ist schrecklich. Das Endergebnis, wenn sie denn stattgefunden hat und die Preise sind unten, ist dann gut vielleicht, weil man wieder wettbewerbsfähig ist. Aber diesen Prozess hält eine Gesellschaft nicht so ohne weiteres aus. Gut, aber statt den Süden zu deflationieren, können wir auch den Norden inflationieren, nicht? Das heißt, wir könnten ja sagen, in Deutschland gehen wir jetzt mal richtig hoch mit den Preisen und den Löhnen und dann machen wir das so lange, bis der Süden wieder wettbewerbsfähig ist. Das versucht die EZB. Sie versucht ja unter Dehnung des Mandats des Maastrichter Vertrages Inflation zu machen. Eigentlich muss sie ja die Preise stabil halten, aber jetzt hat sie gesagt, na, Preisstabilität heißt 2% Inflation. Muss man ein bisschen sich dran gewöhnen, semantisch, dass das geht. Aber gut, wir tolerieren das alle und hoffen vielleicht, dass dann die relativen Preise sich wieder verbessern, dass Deutschland jetzt mal ordentlich abzieht mit den Preisen und Italien bei Null Inflation bleibt und dann allmählich wird es besser. Aber die Italiener werden es den Gefallen nicht tun und Deutschland lässt sich auch nicht so leicht inflationieren, ist so ein schwerer Tanker, der sich gar nicht bewegen lässt durch die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Bislang hat es noch nicht funktioniert, obwohl wir es jetzt schon jahrelang probieren. Und rein rechnerisch, um die 39%, die Italien da als Preisnachteil gegenüber Deutschland aufgebaut hat, abzubauen, bräuchten sie 16 Jahre ein Inflationsdifferenzial zwischen beiden Ländern von 2% pro Jahr. Das müssen sie mir erstmal herbringen. Nee? Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die wollen wir ja gar nicht ins Auge fassen. Das ist der Austritt und die offene Abwertung. Das ist das, was Schäuble mit Griechenland vorhatte im Jahr 2015. Er hatte 15 Finanzminister auf seine Seite gebracht. Und was im Übrigen Papandreou im Jahre 2011 mit Griechenland auch schon vorhatte, wie er hier in München am Vorabend der Sicherheitskonferenz vor 2,5 Jahren öffentlich erklärt hat. Er wollte damals raus, er wollte das Referendum machen und es sollte platzen und wenn es platzt, wollte er austreten. Und weil die anderen das wussten, durfte er das Referendum nicht machen und musste seinen Job hergeben. Aber er hat hier in München offensiv den Standpunkt vertreten, es wäre besser gewesen für Griechenland, sie wären ausgetreten und hätten abgewertet. Papandreou. Gut, das ist also Nummer 4. Aber was ist auf den Finanzmärkten los, wenn die das Gefühl haben, einer tritt aus, nicht? Dann gibt es also plötzlich riesige Kapitalflucht und dann bricht vielleicht der ganze Euro auseinander. So befürchten viele. Ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt, aber immerhin, die Befürchtung steht im Raum und ein Politiker, der selber kein Ökonom ist und es vielleicht nicht einschätzen kann, der zittert nur und sagt, wie viel muss es denn sein, um dieses Risiko von uns zu wenden? Hm? So ist es dann gekommen mit den Rettungsschirmen, dem ESM und auch den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Ja, aber die Sache ist ja noch nicht zu Ende. Das, wie gesagt, wird nicht passieren. Das geschieht leider auch nicht so richtig. Und jetzt haben wir es mit diesen Herrschaften hier zu tun in Italien, die das alles sehr wohl wissen. Insbesondere Claudio Borghi, der finanzpolitische Sprecher der Lega, macht sich für den Austritt stark. Er hat praktisch seit einem Jahr jeden Monat einmal erklärt, Italien sollte austreten. Und es ist ihm tatsächlich was gelungen. Im Mai hat er es geschafft, einen einstimmigen Beschluss des italienischen Parlaments herbeizuführen, dass eine Parallelwährung eingeführt wird. Die sogenannten Minibots. Das ist wenig hier so bekannt geworden, komischerweise, aber das ist einstimmig vom Parlament beschlossen worden. Nicht, dass es eingeführt wird, aber dass die Einführung vorbereitet wird. Und sei es einmal nur so als Drohpotenzial für die Verhandlungen in Europa. Was sind Minibots? Das sind Staatspapiere, die klein gestückelt sind. Also Mini und Bot heißt irgendwie klein beides und das sind klein gestückelte Staatspapiere mit 1 Euro, 2 Euro Wert, 5 Euro, gedruckt auf kleine Geldscheine, die so ungefähr so groß sind wie die Euroscheine, die wir haben.
und die passen auch ins Portemonnaie und sie sollen auch tatsächlich als Geld verwendet werden. Nicht verzinsliche Staatspapiere, Zinsen gibt es nicht, aber man kann sie verwenden, um seine Steuerschulden damit zu bezahlen. Der italienische Staat akzeptiert das. Jetzt kann man vermuten, wenn die eingeführt werden, die sind nicht gleich dem aufgedruckten Euro-Wert, die werden sicher mit einem Abschlag gehandelt, aber so ganz groß kann der Abschlag nicht sein, weil die Steuerzahler dann die gerne kaufen, weil sie zum aufgedruckten Nennwert ihre Steuern zurückzahlen können. Das wird dann ja billiger für sie. Also hat man dadurch eine werthaltige Papiergeldalternative geschaffen, wenn das kommt. Und das bereiten die nun vor. Außerdem wollen sie noch einen Schuldenerlass. Die Schuldpapiere, die italienischen, die bei der Europäischen Zentralbank gelandet sind, die sollen gestrichen werden. Ne? Die Forderungen stehen im Raum. Man versucht, die Italiener zu beschwichtigen und einzufangen. Es gibt jetzt kein Defizitverfahren und man versucht, sie zu umarmen. Und kann es nicht hier noch ein bisschen sein und da noch? Könnt ihr euch das nicht nochmal überlegen? Aber das ist vielleicht auch gerade der Grund, weshalb die jetzt mit dieser harten Karte hier kommen. Sie wollen ein Drohpotenzial aufbauen, den anderen hinreichend Angst machen mit ihren Minibots, damit sie jetzt eine Transferunion kriegen. Das ist wohl das, was sie wohl wirklich wollen. Wohin das führt, weiß man nicht. Aber es bleibt für den kommenden Herbst und das nächste Jahr auf jeden Fall ein ganz heißes Thema. Die Transferunion wird also vorbereitet. Dann können Sie sagen, ja, so what, wir haben ja in Deutschland auch eine Transferunion, das Saarland, Bremen, wir leben ja auch mit dem Geld anderer Leute, nicht sozusagen. Und die neuen Bundesländer kriegen jedes Jahr immer noch 60 Milliarden Euro vom Westen über verschiedene Kanäle. Also es geht schon irgendwie, es wird ein stabiler Zustand erreicht, nur es wird dann in der Summe teuer, weil doch sehr viele Menschen in den südeuropäischen Ländern wohnen. Also in allen Krisenländern zusammen sind das 40% der EU-Bevölkerung. Also die 60 müssten dann die 40 mitfinanzieren. Beim deutsch-deutschen Problem waren es ja 80 im Westen, 20 im Osten, eine ganz andere, günstigere Relation, nicht? Und die Kosten der deutschen Vereinigung gehen ja nicht weg, wenn wir jetzt auch noch Geld nach Südeuropa zahlen. Also das akkumuliert sich ja. Ob wir das stemmen und ob die Steuerzahler das mitmachen und ob dann vielleicht sie alle AfD wählen, das weiß ich nicht. Das ist eine riskante Strategie. Und im Übrigen eine, ich wiederhole es, wo wir ganz Südeuropa in die Situation des Mezzogiorno bringen, wo Lohnstrukturen, die in der Blase entstanden sind, dauerhaft aufrechterhalten werden und nie wieder irgendwelche Industrieansiedlungen sich lohnen. Nie. Das ist das Problem. Vorbereitet wird es auch schon durch die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Die sind jetzt vielfältig, aber ich verweise Sie hier nur mal auf die sogenannten Tagezahlen, ohne dass ich da in die Tiefe steigen will. Das sind Kreditverhältnisse, die auf dem Überweisungswege zwischen quasi automatisch und sicherlich nicht durch Entscheidungen der Bundesbank entstehen. Die Bundesbank ist gezwungen, Überweisungen mit frisch gedrucktem Geld im Süden durchzuführen und den Verkäufern von deutschen Autos, deutschen Wertpapieren, deutschen Immobilien praktisch das Geld in die Hand zu drücken, damit die Eigentümerschaft in den Süden oder sonst wo hingeht. Nicht? So entstehen diese Sachen. Bis vor Lehman war das alles null. Ich unterscheide mal hier die deutschen Target-Forderungen in Gelb von den Target-Verbindlichkeiten der 6 Krisenländer, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien und Zypern. Und mit der Lehman-Krise schoss das nun so auseinander. Da hatte sich hier ein gewaltiges Kreditverhältnis aufgebaut mit Kreditforderungen, Target-Forderungen der Bundesbank von 751 Milliarden Euro bis zum Sommer 2012. Das war der Zeitpunkt, wo der Euro zu platzen drohte. Und im Wesentlichen war das die Kapitalflucht dieser Zeit, ja, das Kapital.
Unsere Banken hatten Geld in den Süden gegeben und wollten es jetzt wieder haben, weil sie Angst hatten, dass da irgendwas kaputt geht. Und dann haben die im Süden gedruckt und haben das bezahlt und überwiesen. Das heißt, die Bundesbank hat denen die Forderungen praktisch beglichen. Und deswegen waren die auch alle happy darüber. Das hörte dann sofort auf, als Mario Draghi mit seinem Whatever It Takes kam, mit seinem OMT-Programm. Er hat ja erklärt im Sommer des Jahres 2012, wir machen jetzt, ich sag's mal übersetzt, aus den Staatspapieren Eurobonds. Wir nennen das nur nicht so. Leute, kauft ruhig spanische Staatspapiere, bevor Spanien pleite geht und ihr denn auf diesen faulen Papieren sitzt, kaufe ich euch unbegrenzt die spanischen Staatspapiere aus eurem Portfolio raus. Vorausgesetzt, ihr unterschreibt dann die Bedingungen des Rettungsschirms ESM, dann mache ich das. Und wenn Spanien wirklich pleite geht, übernehme ich die Verluste auch in meine Bücher. Das hat die EZB erklärt. Das ist das OMT-Programm. Es ist also ein kostenloser Versicherungsschutz gegen den Konkurs eines Staates, den die Europäische Zentralbank ausgesprochen hat, mit der Folge, dass die Anleger sich wieder gen Süden trauten. Auf einmal floss wieder privates Kapital und Überweisungen gingen in die Gegenrichtung und diese Salden gingen dann auch entsprechend runter. Aber seit dem Sommer 2014 gehen sie wieder hoch. Und das ist das neue Phänomen. Wir haben also vor einem Jahr schon hier eigentlich fast die 1.000 Milliarden Euro Grenze gekratzt und jetzt bleiben wir die ganze Zeit so knapp darunter. Und im Süden sind wir auch schon fast bei 1.000 Milliarden Euro. Dahinter stehen zwei Länder. Spanien hat für 405 Milliarden Euro Überziehungskredite im Eurosystem gezogen und die Italiener haben für 486 Milliarden Euro solche Kredite gezogen. Das macht Deutschland nicht mehr ganz frei bei der Entscheidung über eine Transferunion, weil wenn der Euro platzt, dann können wir diese Forderungen abschreiben. Dann gibt es nie mehr was dagegen. So kann man noch hoffen, dass es mal umgekehrt irgendwelche Käufe im Süden gibt, die man von Deutschland aus in Auftrag geben kann, sodass das Gegengeschäft mal irgendwann stattfindet und entsprechende Güter oder Vermögenswerte in deutsche Hand gehen als Gegengeschäft zu den Gütern und Vermögenswerten, die bislang in den Süden geflossen sind. Aber wenn der Euro platzt, dann gibt es das Gegengeschäft nicht mehr. Und weil das jeder weiß, ist Deutschland nicht mehr ganz frei, sich zu entscheiden, wie es denn sich zu den Plänen von Herrn Macron und anderen stellen soll, wenn nun eine europäische Transferunion gefordert wird. Nehmen wir mal ein anderes Land, das in einer ähnlichen Situation ist, aber außerhalb des Euro, die Schweiz. Bei der Schweiz ist es so, gibt es ein ähnliches Phänomen. Da gibt es ausländisches Geld, das überwiesen wird in die Schweiz. Die Schweizer wollen also, denn die Ausländer wollen Schweizer Währung haben und die Schweiz nimmt dieses ausländische Geld und gibt die eigene Währung, indem sie die Druckerpresse bedienen, kostet ja nichts und kaufen sich dann für das ausländische Geld ein Vermögensportfolio zusammen. Die Schweiz ist zum größten Eigentümer deutscher Staatspapiere auf der Welt geworden, die Schweizer Notenbank. Und da stehen inzwischen 764 Milliarden Auslandsanlagen insgesamt bei der Schweizer Notenbank. Die sind analytisch, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber die Ökonomen hier im Raum werden mir das bestätigen, exakt eigentlich dasselbe wie die Target-Forderungen der Bundesbank. Nur, der Unterschied ist, das sind fungible, marktfähige Papiere, die man notfalls, wenn man das Geld braucht, und also um davon zu leben und sich auf den Weltmärkten Güter, Importgüter zum Aufessen kaufen will, dann auch mal wieder versilbern kann, während die Targetforderungen der Bundesbank eben nicht fungibel sind. Die kann die Bundesbank nicht sagen, jetzt reicht's oder ich will dafür was haben. Sondern das sind interne Automatiken, die außerhalb der Kontrolle der Bundesbank liegen. Meine Schlussfolgerung. Also, der Brexit verschiebt das Machtgefüge in Europa. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Handelsfestung hier bauen, wenn die Freihändler aus Großbritannien nicht mehr
politisch mitspielen. Der deutsche Aufschwung erlahmt sichtlich von der Exportseite. Der Aufschwung ist zu Ende. Das ist eindeutig. Zum Glück läuft die Binnenwirtschaft noch. Bau und Dienstleistungen sind noch ungebrochen, sage ich mal. Trumps Steuerreform treibt den Boom in Amerika, die Zinsen und den Dollarkurs. Das hilft unserem Export ein bisschen. Und wenn Trump uns bezichtigt, den Wechselkurs zu manipulieren, dann hat er nur zur Hälfte recht, denn diesen Teil, einen Teil des Geschehens, hat er selber verursacht. Die andere Hälfte ist zugegeben das europäische QE-Programm, die Geldschwemme, die zur Abwertung des Euro geführt hat. Südeuropas und Frankreichs Industrien sind ernsthaft in Bedrängnis. Sie sind in dieser Krise der letzten 10, 11 Jahre dezimiert worden. Das kann man wirklich sagen. Wenn ein Viertel der Industriefirmen untergeht, dann ist das schon eine Dezimierung, die hier stattgefunden hat, in Italien jedenfalls. Ich hatte Ihnen die Zahlen genannt. Und Frankreich hängt immer so ein bisschen zwischen Deutschland und dem Süden. Ja, das ist, es geht nicht ganz so schlecht wie in Italien, aber auch nicht so gut wie in Deutschland, und weil die Hälfte des Marktes halt mindestens in Südeuropa liegt. Und da müssen wir uns auf eine neue Euro-Krise gefasst machen. Die ist eigentlich schon die ganze Zeit zugange durch dieses Säbelrasseln der italienischen Regierung. Das begleitet uns ja jetzt schon ein ganzes Jahr. Ab und zu ist es mal ein bisschen ruhiger wieder, dann hört man den Säbel nicht und dann kommt er doch wieder raus. Also das Thema wird uns schon noch eine ganze Weile begleiten. Und das ist ganz bestimmt nicht förderlich für den europäischen Integrationsprozess, der meines Erachtens dringend weiterhin notwendig ist und für den es gar keine Alternative gibt. Vielleicht sollten die Europäer sich mal anstrengen, die Briten vielleicht doch etwas netter zu behandeln. Ich glaube ja, jetzt ist der Zug schon abgefahren, aber ich hätte lange Zeit gedacht, dass statt Verhandlungsbereitschaft zu erklären, um einen geordneten, in Anführungsstrichen, Brexit zu erleichtern, wie Frau Merkel das getan hat, hätte sie vielleicht auch Verhandlungsbereitschaft erklären können, mit dem Ziel, die Briten drin zu halten, dass sie gar nicht erst rausgehen. Nicht? Das wäre ja mal eine Alternative. Immerhin haben die Briten ja bei den Verhandlungen vor dem Referendum einige vernünftige Forderungen gestellt, die man ja vielleicht noch mal aufgreifen könnte. Vielleicht könnten wir die EU auch mal so ändern, wie es die Briten wollen. Und dann bleiben sie dabei. Dann könnten sie sogar erhobenen Hauptes in einem neuen Referendum sich noch mal für Europa entscheiden. Das wäre doch auch mal ein Denkansatz. Sehe allerdings nicht die politischen Kräfte, die diesen Denkansatz vertreten, zu meinem Bedauern. Und der Weg in die Transferunion, den werden wir wohl gehen. Er ist durch viele Maßnahmen, auch durch diese riesigen Target-Kredite, fast schon vorgezeichnet, weil eben auch Deutschland hier gar keine Handlungsoptionen mehr hat. Ich teile nicht die Auffassung, dass das eine gute Lösung ist, wie manche Politiker das meinen. Ich glaube, das ist doch der Weg hin zu einem längerfristigen Siechtum, weil ganz Südeuropa so einen Museumscharakter kriegen wird, ähnlich wie eben Sizilien. Ja, das ist, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist mein letzter Punkt, ich sage es nochmal deutlich. Die Ökonomen haben ja auch einen Begriff dafür, das ist die holländische Krankheit. Was ist die holländische Krankheit? Als Holland Gas gefunden hat in den 60er Jahren, waren die natürlich happy, weil sie sich plötzlich mehr Importe leisten konnten. Sie wurden reich. Ja? Die Löhne stiegen, Lebensstandard stieg, alles stieg. Nur die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ging verloren. Ja? Wenn da ein mächtiger Sektor ist, der jetzt viel Geld verdient und hohe Löhne zahlen kann, haben die anderen Sektoren Schwierigkeiten. Das nennt man die holländische Krankheit. Sie finden sowas Ähnliches in Norwegen. Norwegen hat die höchsten Stundenlohnkosten der ganzen Erde. Und suchen Sie mal Industrie in Norwegen, gibt's nicht. Das ist kein Problem. Sie haben genug Ressourcen, die Sie verkaufen. Dann ist das ja eine Kompensation, nicht?
aber es ist eben auch eine Form von holländischer Krankheit. Oder denken Sie ganz im Extrem an Venezuela, die haben ja nur noch ihre Ressourcen verkauft und sonst gar nichts mehr. Und als dann der Ölpreis fiel, war alles kaputt, nicht? Da lief gar nichts mehr. Also ob Sie Öl verkaufen, Gas verkaufen und Geld kriegen, um Importe zu kaufen, oder ob Sie Schuldscheine verkaufen, um Importe zu kaufen, oder ob Sie Geld geschenkt kriegen, um Importe zu kaufen, ist alles Jacke wie Hose. Es läuft in jedem Fall darauf hinaus, dass das Land in die holländische Krankheit getrieben wird. Und das können wir natürlich machen in Europa. Wir können ein Europa machen, wo wir ganz Südeuropa in die holländische Krankheit entlassen. Und dann überleben wir. Dann gibt es auch vielleicht einigermaßen politischen Frieden. Nur wachsen tun wir dann nicht mehr. Ja, die Produktivkräfte Europas können Sie abschreiben. Gleichzeitig gibt es andere Pole auf der Welt, die da dynamisch sich entwickeln, die asiatischen Länder und so weiter. Das ist das Problem bei dieser Strategie. Wenn die Welt statisch wäre, könnte man noch darüber reden. Aber das ist sie ja nicht. Insofern glaube ich persönlich nicht, dass das der richtige Weg ist. Aber da kann man natürlich geteilter Meinung sein, denn hier sind wir auch im Bereich von Werturteilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus